Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Um optimal trainieren zu können, brauchst du nicht unbedingt einen Trainer. Manchmal scheitert es auch schon an der Hürde Geld, weil du eben kein Investment machen kannst, um dir jetzt einen professionellen Trainer für Trainingspläne und Co. leisten zu können. Im heutigen Video schauen wir uns an, wie du dich am besten selbst trainieren kannst. Und das ganz ohne zusätzliche Kosten. Das Wichtigste ist, wenn du dich selbst trainierst, du brauchst trotzdem ein fachliches Wissen. Und wenn du jetzt dieses fachliche Wissen eben nicht von einem Trainer herbekommst, dann musst du dich woanders informieren. Und das geht heutzutage mittlerweile über das Internet zum Beispiel sehr gut. Da gibt es unzählige Seiten, die dich beraten, die dir Tipps geben, wie ein Trainingsplan aufgebaut sein muss, auf was du achten sollst und welche verschiedenen Trainingsarten es überhaupt gibt. Es gibt nicht nur Internetseiten, sondern auch unzählige Videos. Auch wir haben schon hier einige Videos gemacht, welche Trainingsarten es gibt und auf was du achten solltest. Und gerne kannst du uns natürlich auch jederzeit unten in die Kommentare schreiben und wir versuchen dir dann weiterzuhelfen. Manchmal reicht es auch einfach, einen digitalen Helfer als Trainer anzusehen. Zum Beispiel haben diverse Sportuhren bereits in deren Applikationen oder Online-Portalen die Möglichkeit, dass du ein gewisses Ziel definierst und auf dieses Ziel hintrainierst. Sei es zum Beispiel ein 5-Kilometer-Lauf in einer gewissen Zeit oder eben ein Halbmarathon etc. Dann gibt dir die Uhr zum Beispiel vor, was du die nächsten Wochen trainieren musst, wann du am besten startest und wie dann zum Beispiel Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag mit Trainings bestückt ist. Das siehst du dann natürlich alles auf der Uhr oder direkt am Handy und kannst so immer auch deinen Tag danach planen und kannst natürlich dann auch einmal sagen, okay, dieses Training hat nicht so gut funktioniert und dieses besser und dementsprechend, je nachdem wie gut der Algorithmus ist, der dahinter im Hintergrund läuft, wird das Training dann adaptiert. Aber eins ist gewiss, gerade am Anfang und zu Beginn, wenn du nur ein bisschen laufen willst und ein paar Ziele erreichen willst, kannst du mit solchen Uhren und Trainingsplänen schon sehr, sehr viel erreichen. Wenn du dich jetzt schon im Internet zum Beispiel viel informiert hast, dir aber noch immer ein bisschen schwer tust, dann gibt es noch immer auch die Möglichkeit, auf Rahmentrainingspläne zurückzugreifen. Das sind einfach Trainingspläne, die meistens schon fix und fertig vorbereitet sind, die du dann nur mehr auf deine individuelle Laufzeit anpassen musst. Da steht dann zum Beispiel drinnen, Trainingsplan für 10 Kilometer in einer Stunde, aber vielleicht bist du ja ein bisschen schneller und da musst du die jeweiligen Laufzeiten einfach ein bisschen anpassen. Schau einfach, wie du mal mit sowas zurechtkommst und du wirst merken, wenn du das Ganze mal eine Zeit lang machst, dann wird das einfach viel leichter und dein Wissen, was du dir aneignest, wird auch immer größer. Somit wirst du dir auch immer leichter tun, deinen eigenen Trainingsplan zu erstellen. Der nächste Tipp, wohl einer der am naheliegendsten ist, aber vielleicht auch gerade jetzt nicht in euren Gedanken ganz vorne die Priorität 1 hat. Nämlich, schaut doch mal in euer Umfeld und schaut, ob ihr da vielleicht den ein oder anderen sportaffinen Menschen finden könnt, beziehungsweise vielleicht sogar jemanden, der sogar die Trainerausbildung hat. Denn dann könnt ihr ihn bitten, ob er vielleicht euch Trainingspläne zusammenstöpseln kann, zusammenschreiben kann oder einfach ein bisschen Expertise teilt. Weil es reicht ja oft schon, wenn du ein paar Inputs bekommst und dann selber mit diesen Inputs dich noch weiter nach vorne bringen kannst. Deshalb auf jeden Fall mal abchecken, was so für Experten oder potenzielle mögliche Wissensquellen in eurem Umfeld so unterwegs sind und dann könnt ihr euch sicherlich da aus der ein oder anderen Person wichtige Inputs ziehen und die für euer Training dann selbst verwenden. Andererseits, wenn ihr da niemanden findet, dann könnt ihr natürlich wieder Freunde von Freunden fragen und so weiter und dann spannt sich der Kreis natürlich um immer mehr Menschen und irgendwann findet ihr wen. Ob es dann natürlich noch gratis ist, ist die Frage, aber ihr habt zumindest vielleicht den ein oder anderen Euro sparen können. Gerade wenn du am Anfang stehst, brauchst du noch nicht den überkomplizierten Trainingsplan, der einfach jeden Tag zum Beispiel ein eigenes Training hat. Je professioneller und fortgeschrittener es wird, umso mehr musst du das Ganze natürlich ausklügeln. Aber am Anfang reicht zum Beispiel 3 bis 4 Trainings die Woche zu machen, eine Summe aus Intervallen, Dauerläufen und Regeneration einzubauen und dann geht es dann schon richtig voran. Natürlich solltest du auch immer Krafttraining noch einbauen in deinen Trainingsplan, weil das ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil. Und der Punkt, der nie im Trainingsplan steht, ist meistens die Regeneration, aber auch die solltest du auf jeden Fall nicht zu kurz kommen lassen. Und zu guter Letzt, beachte noch bei deiner Trainingsplanplanung, dass du Spaß dabei hast, denn das ist das Wichtigste. In dem Sinn, hol dir Papier und Stift und schreib deinen ersten Trainingsplan und dann kannst du richtig loslegen. Viel Spaß!